Mein Name ist Uli Armbruster, der Daniel hat mich eingeladen. Wir kennen uns schon seit 2 Jahren von einem Open Space. Und ich soll euch einfach mal kurz sagen, wie das Ganze abläuft. Fangen wir mal mit der Themenfindung an, weil da hat Daniel gemeint, ihr macht schon so eine Art Mitmachkonferenz, die aber ein bisschen Workshop-lastig ist. Und das dann auch immer so, und der Punkt ist Themenfindung. Also beim Open Space ist es so, ganz anders wie zu normalen Konferenzen, es gibt im Vorhinein keine festen Sprecher und es gibt keine festgesetzte Agenda. Das wird vor Ort quasi von den Teilnehmern mit reingetragen. Da kann man als entweder hingehen, man fühlt sich selber als Experte und sagt, hey, hat mal jemand Lust, ich kenne mich recht gut aus, zum Beispiel mit CQRS oder mit Scrum oder was auch immer. Ich würde mir zutrauen, da eine Session zu hosten. Da spricht dann eben von solchen Sessions. Oder was der zweite Weg ist, der auch sehr häufig vorkommt, Leute stellen sich vor die Teilnehmer und sagen, oh, ich kenne mich da nicht aus, ich finde es ganz interessant, kann da jemand was zu erzählen? So funktioniert das Ganze. Also es gibt diese zwei Ansätze, wie man zu solchen Sessions kommt. Derjenige, der so eine Session dann quasi vorschlägt, der muss diese auch halten. Das nennt man dann Session-Hoster. Und der hat primär zwei Verantwortlichkeiten. Zum einen, er sorgt dafür, dass die Session konzentriert abläuft und nicht quasi aus dem Ruder im Sinne von, man geht mehr so auf eine Schiene, die gar nichts mehr mit dem Thema zu tun hat. Weil das kann recht schnell vorkommen, vor allem je mehr Teilnehmer mal sind, dass dann halt manche halt dahingehend mehr abseits vom Thema ein Interesse haben als vom eigentlichen Thema. Und der zweite Punkt, für den er sorgen sollte, ist, dass eben das Gespräch, sagen wir mal, dahingehend abläuft, dass es eine Diskussion ist, ja, dass nicht einer quasi das Wort übernimmt und die ganze Zeit redet. Wobei man das ein bisschen einschränken muss. Es gibt durchaus Sessions, die wirken fast schon so wie bei Konferenzen, wo es halt einen Experten gibt, der vorne steht und was erzählt. Das ist oft so bei Themen, die jetzt in der Community nicht großartig bekannt sind. Wenn man da halt nichts weiß, dann, und einer weiß halt sehr viel, dann redet der relativ lange. Ja? Dann fragt man halt immer zwischen rein. Das kann durchaus sein, das ist dann auch gewollt, weil ja eben sonst niemand was dazu beitragen kann. Zu 90% läuft es aber so ab, dass eben viele Teilnehmer da was wissen oder zumindest mehrere Experten quasi in der Session mit drin sitzen. So also wie das Ganze abläuft. Das ist auch eine deutliche Abgrenzung zur normalen Konferenz und zu diesen Workshops. Bei den Workshops sind halt wirklich nur ein oder zwei Experten vorne. Die stehen vorne und tun dann quasi im Prinzip, ihr lasst euch berieseln. Ja, also das Berieselungskonzept ist mit Sicherheit nicht passend für ein Open Space. Wie findet man Themen? Das will ich mal kurz hinten anstellen, optional, weil es durchaus länger werden könnte. Zur Philosophie und zu den Regeln. Da gibt es so ein paar, ich will es nicht als starre Regeln bezeichnen, aber so, sagen wir mal, Rahmenbedingungen, damit das Ganze auch vernünftig abläuft und man wirklich auch was mitnehmen kann. Ich mache mal einen Vergleich zu agilem Vorgehen, zu Scrum beispielsweise. Experte und Sprecher wird man eigentlich aufgrund von seines Know-hows und nicht von Titeln. Ja? Das heißt, also es war wirklich schon so, ist ein Student gekommen, der hat sich halt mit einem Thema beschäftigt. Der hat dann uns allen im Prinzip ja, mal so quasi die Augen geöffnet, kann man sagen, in diesem speziellen Thema. Der war frisch von der Uni, hat noch studiert und da sind viele Projektleiter teilweise mit dabei gesessen und da hat sich halt keiner so wirklich ausgekannt und dann hat im Prinzip jeder so dem seiner Expertenmeinung gelauscht, kann man sagen. Ja. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass man generell bei Open Spaces immer per Du ist, damit das Ganze eben auf Augenhöhe stattfindet. Dann, es gibt wie erwähnt kein starres Vorgehen, kein vorgeplantes Konzept. Da gibt es so zwei Regeln quasi, die hängen dann auch in den Räumen. Das heißt, vorbei ist vorbei, nicht vorbei ist nicht vorbei und es beginnt, wenn die Zeit reif ist. Was bedeutet das? Also wir haben vorhin von diesen Sessions gesprochen, die sind normalerweise Timebox auf 1 Stunde. Wenn man aber feststellt, das Thema ist einfach so interessant und es besteht weiterhin Bedarf, darüber zu sprechen, dann kann man auch kurzfristig eben die Session weiterführen. Oftmals ist es so, dass der Raum besetzt ist, dann muss man halt einen anderen Raum wechseln. Aber im Prinzip heißt es nicht, nach 1 Stunde muss man jetzt aufhören, sondern man möchte noch weiter drüber reden. Dann gehen die Leute, die das möchten, einfach in einen separaten Raum und machen weiter. Da ist tatsächlich schon vorgekommen, dass morgens eine Session stattgefunden hat und die Leute waren da so begeistert, dann sind die in den zweiten Raum gewechselt.
Und haben dann noch 3 Stunden weitergemacht, einfach weil sie das Thema so gejuckt hat. Die haben dann auch den Laptop rausgeholt und haben schon angefangen zu entwickeln. Es kommt also durchaus öfters vor, ja, das sieht man schon mal. Es beginnt, wenn die Zeit reif ist. Das gehört auch so ein bisschen in das Ganze mit rein. Also, wenn es zum Beispiel nicht reicht, dass das eigene Thema als Session eingebracht werden konnte, einfach weil kein Interesse da war. Meistens ist es doch so, dass man beim Mittagessen oder in Kaffeepausen das Gespräch anfängt und sich dann ganz spontan so ein Open Space, so ein kleiner, bildet und dann sogar, weil es Leute mitbekommen, sich dazustellen und dann plötzlich doch 10, 15 Leute über ein Thema sprechen, was eigentlich gar nicht auf dieser Sessionplanung mit dabei war. Eine hohe Eigenverantwortung des Teams ist ja auch sowas von Scrum oder von agilem Vorgehen, dass eben das Team viel mehr Kompetenzen zugesprochen bekommt. Das gilt in dem Fall auch. Also als Team sehe ich jetzt einfach die Mitglieder, die Teilnehmer. Es ist primär freiwillig. Also der Open Space hat einen sehr starken Charakter von, man geht hin, weil man das möchte. Das ist nicht so, dass man von der Firma dazu ja, angehalten ist, unbedingt an dieser Konferenz teilzunehmen oder an diesem Workshop teilzunehmen, sondern das ist wirklich so, da kommen ganz viele Leute hin, die zahlen es zum Beispiel aus eigener Tasche. Oder Studenten, weil sie einfach Lust darauf haben, sich zu beteiligen. Ja. Deswegen geht man davon aus, die Leute, die kommen, haben ja ein Interesse daran. Das heißt, das sind auf jeden Fall die Richtigen. Das ist ja auch sowas, was man bei Scrum, bevor man ein Projekt angeht, eigentlich sein Team fragen sollte: Wollt ihr überhaupt in diesem Team sein? Wollt ihr das Projekt mitgestalten und das Produkt zum Erfolg führen? Ja. Wer das nicht will, der ist schon mal falsch fürs Team. Das Ganze funktioniert sehr fokussiert, da man jederzeit die Session wechseln kann. Also es ist nicht so, dass man sagt, ich bin bei der Session dabei, dann musst du in der Session bleiben. Da gilt das Gesetz der zwei Füße, dass man eben kontinuierlich wechseln kann. Also es kommt auch durchaus mal vor, ich gehe in eine Session rein, TDD, also Test Driven Development, und habe mir da eigentlich was ganz anderes drunter vorgestellt, oder ist für mich zum Beispiel zu niedrigem Niveau oder zu hohem Niveau, dann wechsle ich spontan. Also es kommt auch sehr häufig vor. Da hinten dran habe ich so ein bisschen das Gefühl, es sind auch so hochperformante Teams, weil halt die dabei sind, halt auch wirklich das mittreiben wollen und mal vorankommen will. Und wenn man so agile Bücher liest, dann wird ja auch immer von diesen hochperformanten Teams gesprochen. Jetzt will ich gerade mal 3 Beispiele nennen, die mir jetzt von dem letzten Open Space noch so im Gedächtnis sind. Das war einmal beim Mittagessen. Da hat ich habe den da frisch kennengelernt, wir sind beim Mittagessen zusammengesessen und der hat mir dann eben so von seinem Problem erzählt. Und zwar ging es da um so eine Programmhistorie, dass die quasi so versioniert mit Katalogen arbeiten und so weiter. Und er nicht weiß, wie er das lösen soll. Oder er hat einen Ansatz, er hat mir den Ansatz vorgestellt. Und jetzt kommt was ganz Essentielles, was wirklich sehr häufig bei Open Spaces vorkommt. Wenn ich so schnell rede, Daniel, sollte dir das mir vielleicht sagen, weiß ich es nicht. Was sehr häufig vorkommt, ja, die Zeit ist relativ knapp, dass man ihm ein komplett neues Konzept vorgestellt hat, an das er gar nicht gedacht hatte. Ja? Er hat einen ganz anderen Lösungsansatz gewählt. Und bei der Softwareentwicklung ist ja so, dass je bessere Lösungsansätze und Konzepte man wählt, desto mehr tritt aus meiner Sicht die Softwareentwicklung ein bisschen in den Hintergrund, weil wenn man einen guten Lösungsansatz hat, dann ist es auch nicht ganz so schwierig zu programmieren, wie wenn man vielleicht ein bisschen drumherum um das Problem geht. Und zwar war dann der Vorschlag für ihn eben Event Sourcing, weil er da im Prinzip kostenlos quasi ein komplettes Log mitführt und zu jedem Zeitpunkt zurückspringen kann. Ja? An das hat er gar nicht gedacht, er hat es gar nicht gekannt. Und der hat mir vor kurzem zurückgemeldet, dass er das jetzt, Entschuldigung, ich muss gerade mal das Telefon auflegen. Er hat mir gerade vor kurzem zurückgemeldet, dass sie das jetzt tatsächlich angehen wollen. Specflow, Entschuldigung, da bin ich jetzt gerade ein bisschen zu weit. Und zwar, nächster Punkt, was eine Teilnehmerin erwähnt hatte, dass sie eine sehr gute Testabdeckung haben, dass sie sehr viel Unit-Tests schreiben, aber immer noch das Problem haben, dass die Software nicht fehlerfrei funktioniert, dass dann doch immer noch Probleme auftreten. Und sie konnte das Problem eigentlich nur so beschreiben, hat aber überhaupt keine Vorstellung gehabt, wie man jetzt das Ganze am besten lösen kann. Und da hat sie dann eben auf einer Session gab es dann mehrere Lösungswege sogar, die ja vorgestellt wurden. Was ganz interessant ist, also man kommt dahin, hat gar keinen Plan und kriegt dann wirklich viele gute Lösungskonzepte dafür vorgestellt. Scrum war auch sowas, das habe ich gehostet, es war so eine Session zu Scrum.
Eine Scrum-Session ist eigentlich eine typische Session, wo es darum geht, wo eigentlich alle gleich viel reden. Da gibt es keinen Experten vorne, sondern da erzählt jeder immer von seinen Problemen, weil jeder hat Scrum-Probleme. Irgendwie gibt es niemanden, der Scrum wirklich problemlos damit arbeitet. Ja. Und interessanterweise, wie ich das so ein bisschen rauskristallisiert habe, wo auch so mein Fazit für die Session war, dass alle, die ganz extreme Scrum-Probleme haben, nie die Masterrolle, die Scrum Masterrolle richtig besetzt haben. Entweder sie haben sie gar nicht besetzt oder sie war so quasi provisorisch, das macht mal der Softwareentwickler mit, besetzt. Typischerweise fehlt dann dabei auch so Retrospektiven. Und ja, also das waren jetzt mal so drei Beispiele. Was man auf jeden Fall bei Open Spaces sagen muss, die Vorbereitung jedes Einzelnen ist essentiell für den Erfolg. Und auch für den eigenen Erfolg vor allem. Also je besser man sich selber vorbereitet, desto mehr kann man aus dem Open Space aus meiner Sicht mitnehmen. Das heißt, wenn ihr jetzt beispielsweise, ich habe da Daniel hat gemeint, ihr macht 2 Wochen Sprints, wenn ihr in diesen 2 Wochen Sprints halt teilweise auf Probleme stoßt oder interessante Lösungen, wo man sagt, oh, das könnte auch für andere interessant sein, dann würde ich mir das halt mitnotieren und beim nächsten Open Space einbringen. Einen Großteil der Informationen nimmt man eigentlich aus diesen spontanen Open Spaces, ich nenne es mal Kaffee-Open Spaces mit. Und es ist einfach sehr typisch, dass über den Tag verteilt viele kleine Open Spaces neu entstehen, abseits von dieser Sessionplanung. Das ist so mein Fazit. Ich schreibe als meistens vorher sogar schon Blog-Einträge, wo ich so ein paar Themen aufschreibe, wo ich denke, wo ich einfach schon mal vorher Feedback hole und sage, wie findet ihr das? Würdet ihr da, betrifft euch das auch aktuell? Und da kommen dann eigentlich schon relativ viele Kommentare und über Twitter kommen dann auch viele Kommentare und das ergibt sich eigentlich von allein, muss ich sagen, dann.